So, wir melden uns jetzt das erste Mal von der Tour von Klagenfurt nach Berlin zur Friedensmahnwache, Montagsharmonie, in dem Fall Samstagsharmonie in Berlin. Ich bin da mit dem René on the road. Wir sind gerade auf dem Weg von Klagenfurt nach Salzburg, wo wir wegfliegen werden. Und wir haben super Wetter, es passt eigentlich alles. Ein bisschen haben wir Verzögerung, ein bisschen Zeitdelay, 15 Minuten, das macht aber nichts. Ja, und das liegt an dir. Sind wir alt genug, genau, weil der Kinke wieder so getrödelt hat. Macht auch nichts. Wir werden es schaffen. Der René wird jetzt noch ein paar Grußworte an euch richten. Ich muss mich auf die Straßen konzentrieren, der Ballad. Aber hallo alle miteinander. Genau, so, super. Also, bis später. Also, Videotagebuch Eintrag Nummer 2. Jetzt sind wir bereits am Flughafen. Und sind schon durch die Sicherheitskontrollen durch. Wir müssen Quellwasser wegschmeißen. Das heißt, die haben uns nicht geglaubt, dass das Quellwasser ist. Wie traurig ist das denn? Da sieht man einmal, was für ein Vertrauen die haben, nämlich gar keins. Ja, die sind beinhart. René. Ich werde regelmäßig von ihm gestört. Wenn ich Essen versuche oder sonst irgendwas, holt das der Kramer raus und richtet sich auf mich. So, das Tinkerbot. Also René, in Ehren muss ich dazu sagen, er hat uns super herausgebracht nach Salzburg. Wir sind um Punkt 12 Uhr quasi mehr oder weniger am Parkplatz eingefahren. Haben jetzt noch Zeit bis 15.40 Uhr. Derzeit ist gerade 13.13 Uhr, so ein Zufall. Ne? Also, was willst du mehr? Besser kann es gar nicht sein. Ja, wir sitzen da kaputt beim. beim Mineralwasser. In meinem Fall, wer mich kennt, weiß, dass ich ein Hefeweizen benötige, denn sonst schlagt die Angst um sich. Ne? Aber da hat er mir versprochen, er wird mir helfen. Er wird mich schön brav lieb kuscheln und mich drücken, dass es dem Alex nicht so schlecht geht. Gell? Also, lieg nicht so hoch, mein kleiner Freund. Sonst stürzt du ab. Wir leben noch. Wir sind mal gestartet und leben noch. Das hört man, man sieht es an meinen Augen. Dass er mich durchgeguidet hat. Aber noch sind wir nur gestartet, das war ein Tinker. Genau, das war ein Tinker. Man sieht das hier. Interessant ist bei diesem Chat, du musst da genau jeden Scheiß zahlen, deswegen habe ich mein Bier selber mitgenommen. World! Prost mal alle miteinander. Da war alles davon recht angenehm. Schauen wir auf. Prost, ein Problem. Ja, noch ein Kamot ist hier, es war noch keine Zwillinge. Müssen wir mal zwischendrin auch noch aufnehmen. Und dann das System durch. Okay, passt. Danke und bis zum nächsten Tag.
kurzes Videotagebuch, Shorty vom nächsten Tag. Es ist Vormittag. Wir waren noch gerade am Potsdamer Platz, es ist noch überhaupt niemand da. Das ist verdammt klein, also wenn das wirklich da abgehalten wird, dann viel Spaß. Ich glaube, da wird es sehr eng werden. Es ist super Wetter, bis auf die Chemtrails. Vielleicht seht ihr ja. Und nö, jetzt gehen wir zum Brandenburger Tor. Mal schauen. Das ist ein trauriger Ort. Die ganzen Anschlusslöcher haben sie ausgesprochen. Und Kleopatra. Und der Herr Gauck ist der Cäsar und der Frau Merkel ist die Kleopatra. Und die haben jetzt hier uns alle in allen Städten das gallische Volk vor sich stehen. Die haben sich jetzt mit uns angelegt. Ich sage der Frau Merkel, sie soll umgehend zurücktreten. Das kann doch nicht sein, was wir uns hier alles gefallen lassen. Wir sind doch jetzt wirklich an dem Punkt angekommen, wo wir uns alle selber vertreten müssen, beziehungsweise auch versorgen können und alles drum und dran. Warum unterstützen wir Israel? Warum fangen wir nicht an, verschiedene... Mein Gott, zweit mal da. Sanktionen gegen Israel zu verhängen, wie es Israel gegen Palästina macht. Ich rufe alle Polizisten auf, die hier an dem Platz sind. Euch geht's genauso dreckig wie uns. Schließt euch uns an und macht keinen Fehler und geht gegen uns vor. Meine Soldaten, ihr wurdet die ganzen Jahre über manipuliert. Legt die Waffen nieder. Hört auf, euch manipulieren zu lassen, euch Feindbilder schaffen zu lassen. Es kann doch nicht sein, dass ihr in der Hand... Ich zitter wie eine Sau. Hört auf, euch hier von einer Handvoll von Leuten erzählen zu lassen, wer hier eine Existenzberechtigung hat auf dieser Welt und wer nicht. Es reicht. Und wir setzen jetzt hier Zeichen. Und hier und heute ist Schluss mit eurem Fasching dort oben. Ja, genau so sieht das aus. Und ich sage jetzt noch mal ganz schnell was zu meiner Person. Ich bin seit dem 31. Oktober 2011 selbstständig. Ich bezahle keine Steuern mehr. Ich habe seit dem 31. Seit 3 Jahren habe ich kein Girokonto mehr. Ich verweigere hiermit alles. Und das muss zum Thema kommen. Wir sind kein souveräner Rechtsstaat. Weil wir keinen Friedensvertrag haben, weil wir noch besetztes Land haben, sind. Und es hat keiner das Recht, von uns hier mal Geld zu fordern. Ich finanziere und legitimiere die Scheiße, die Leute da oben abziehen, nicht mehr. Ich stelle mich quer. Leute, habt keine Angst, dass euch irgendwas passieren könnte oder dass ihr ins Gefängnis gesperrt werden könntet. Belest euch zu verschiedenen Sachen. Revidiert hier alles. Sofort. Wir müssen jetzt anfangen, aufzustehen und für unsere Rechte einzustehen. Hier und heute ist Schluss.
und Frau Merkel, ich gebe Ihnen den guten Rat, Sie haben jetzt noch die Möglichkeit, Rückgrat zu beweisen, zurückzutreten, Ihre Fehler einzugestehen, aber bis hierher nicht weiter. 10 Schritte zurück und Neues korrigieren. Es ist geil, dass ihr alle da seid und wir rocken das Ding, Leute. Danke. Klagenfurt. Für die Österreicher. Hier direkt aus Wien, in Berlin. Grüße auch an Klagenfurt. Und ich komme gerne mal zu euch. Oder ihr zu uns. Wir alle zusammen. Zum Wein bringen müssen. Jetzt haben wir los. Jetzt geht's doch richtig rund. Die Situation erklärt und geschildert. Und sie sind in Tränen zusammengebrochen. Ich habe ihnen den Boden unter die Füßen weggerissen. Bitte habt Verständnis. Hallo, ich grüße die Montagsabonnie Klagenfurt. Ja, also hier am 19.10. in Berlin, wie man sieht, ist Film eine sehr schweißtreibende Angelegenheit. Ich grüße alle Kärntner von der Montagsdemo. Bleibt weiter am Ball, motiviert einfach noch mehr Leute für den Frieden. Und ja, wir sehen uns mit Sicherheit, wenn wir gewonnen haben. Genau. Irgendwann. Ja, so ist es. Alles klar. Super. Gut. Danke dir. Doch. Mach weiter so. Das war du auch. Meinen Job beim Öffentlich-Rechtlichen fand ich so scheiße und ich will aber diese Arbeit machen. Was hast du vorher beim Öffentlich-Rechtlichen? Ich habe 8 Jahre die Tagesthemen geschnitten. Oh mein Gott. Ja. Und dann weißt du, von was du redest. Ja. Darum habe ich einfach keinen Bock mehr gehabt. Ja, super. Nur wieso war dann halt die logische Konsequenz? Aber vorher, warum sind wir hier? Was wollen wir? Okay, noch einmal. Wir melden uns live von der Friedensmahnmache Berlin. Es ist jetzt 11:10 Uhr. Wir sind bereit seit meine Rede heute gilt vor allem Ihnen. Fast 8 Stunden Mahnwachen Wahnsinn. Es wird ungefähr noch bis 12 Uhr weitergehen. Wir werden sehen, wo es dort geht. Es redet von der Lecker Albrecht. Und durch diese Mahnwachen, wir nehmen jetzt immer mehr Städte, finden immer mehr Menschen Anlaufpunkte, so an denen sie sich sammeln können. Es ist vor allem aus genial. Sie merken, dass sie nicht allein sind. Es macht Hoffnung und Mut und das baut dann auf. Und das ist einfach geil. Und wir werden auch euch schaffen, was wir uns vorgenommen haben. In dem Sinne, stopp unseren Politikern. Aus diesen Netzwerken, genauso die da entstehen, von den anderen Regionen. Ich habe heute schon ganz viele Organisatoren getroffen, von Maßnahmen, auf denen ich schon wie war. Stoppkartenzahlen in all diesen hier, Regionen ja? Entstehen heute neue Freundeskreise. Also bis später. Sie wissen vielleicht alle aus Ihrem... Ich freue mich, dass ihr aus Kärnten auch hier seid und ich gehe mal davon aus, dass diese Bewegung auch zu euch rüberschwappt und der Funke rüberkommt, dass ihr die Begeisterung dieser Bewegung weitertragt und schöne Grüße aus Berlin von Heiko Schrank. Schaut euch bitte die Rede an, die geht ja vor allem an euch. Ja? Es geht an alle, die bei der Mahnwache jetzt mitmachen. Es geht darum, dass wir hier den Mahnwachen einladen, was ich gerade gesagt habe. Viele Grüße von nach Kärnten. Rote Karte noch. Zeigt die rote Karte an die Regierung, an die Konzerne, an den Kapitalismus, an die Zentralbanken. Ja, bloß ein paar Fotografen hier noch auf die Bühne. 2, 3 Leute mit einer Kamera vielleicht. Ja? Zeigen wir die rote Karte. Was für ein geiles Ding. Er macht weiter so, ihr wisst ja ganz genau, warum er da steht. Aus dem gleichen Grund wie hier in Berlin alle Leute stehen. Ist auf jeden Fall ganz wichtig, dass wir weitermachen. Nicht aufgeben, auch egal was die Medien sagen, wir müssen durchhalten. Und das, wie gesagt, das beweisen die Leute mir jeden Montag aufs Neue und heute auch am Samstag mal ausnahmsweise. Weitermachen und bleibt friedlich, Leute. Ja, dann geht das hier an die Montagsharmonie, an die Montagsmahnwache in Klagenfurt. Ich will euch motivieren, ich bin auf ganz vielen Mahnwachen in Deutschland gewesen jetzt schon. Es ist eine super Stimmung und ihr müsst auch weitermachen, ihr müsst dran ziehen. Hier stehen jetzt bestimmt 5000 Leute auf dem Potsdamer Platz in Berlin und vielleicht, auch wenn es bei euch nicht so viele sind, ihr macht den Braten auf jeden Fall mit Fett. Ja, ich habe gerade den Frank Höfer von Nur Wieso getroffen. Wir haben festgestellt, vor 7 Jahren haben wir uns in Brüssel kennengelernt. Da waren wir mit 200 Leuten und waren total beeindruckt, dass Leute 9/11 hinterfragen. Heute stehen hier
hier 5000 und ihr gehört mit dazu, auch wenn ihr vielleicht gerade nicht hier seid, und ihr müsst weitermachen und ihr müsst diesen Fight kämpfen, den Kampf für Gerechtigkeit, für gerechte Medienberichterstattung und vor allem für den Frieden, ja, das ist letztendlich das einzige und wichtigste Ziel der ganzen Sache, also bleibt am Ball, Leute. Frage. Ja? Ganz wichtig auf der Welt ist, wenn man was ändern will, können wir das als Menschen nur auf der Straße machen. Gemeinsam eine neue Gesellschaft aufbauen, indem wir auf die Straße gehen, uns kennenlernen, uns vernetzen. Und das müssen wir machen. Nur so haben wir eine Chance gegen diesen tödlichen Kapitalismus, gegen diese tödlichen Konzerne, gegen die tödliche Politik, die hier läuft. Geht auf die Straße, erhebt eure Stimme und dann habt ihr eine Chance, was zu ändern. Super. Alles klar, Mann. Danke. Sorry, ich hab das hier noch.